Hallo Freunde, heute habe ich ein köstliches Rezept mit zartem Rindfleisch und leckeren Kartoffeln. Beides zergeht so richtig auf der Zunge. Statt Rind kann man auch Lammfleisch nehmen. Viel Freude beim Anschauen und Nachkochen. Schaut mal. Richtig schön weich und lecker. Hier mein Wok, ich schalte ihn ein und mache da Öl rein. Ich nehme am liebsten Pflanzenöl. Natürlich kann man das Öl nehmen, was man gerne hat. Erst wenn das Öl richtig erhitzt ist, macht man das Fleisch rein. Schaut mal, ich habe hier 1 Kilo und 300 Gramm Rinderfleisch, und zwar ist es aus der Keule. Schaut mal, es sind so große Stücke geschnitten. Das war bei mir gefroren. Jetzt ist es aufgetaut. Ich prüfe. Ja, ist schon heiß genug. Da mache ich das Fleisch rein. Oh, und brate es von allen Seiten an. Das Fleisch erst wenden, wenn es sich leicht lösen lässt. Also auf keinen Fall abreißen. Jetzt gebe ich drüber 5 klein geschnittene Zwiebeln. Ich werde es jetzt salzen. Mal schauen, 1 Teelöffel, erstmal 2 Teelöffel, später probiere ich noch mal. Und jetzt übergieße ich das mit Wasser. Ich habe hier 1 Liter Wasser. Wenn das Ganze jetzt einmal aufkocht, werde ich von der Hitze runtergehen. Das ist jetzt nur noch so vor sich hin blubbert. Und zwar mindestens 1 Stunde. So, jetzt kocht es richtig arg. Ich gehe von der Hitze runter und mache Deckel drauf. Das Fleisch kocht seit 1,5 Stunden und ich habe mir gerade ein Stück Fleisch rausgeholt. Es ist schön weich. Perfekt. Jetzt gebe ich 2 Kilo Kartoffeln dazu. Nochmal auf volle Kanne einschalten, dass das jetzt kocht, und dann wieder runterschalten auf mittlere Hitze. Die Kartoffeln sind schön weich geworden. Das hat jetzt noch mal 1/2 Stunde gedauert. Jetzt habe ich also insgesamt 2 Stunden gekocht. Das Ganze Kartoffel habe ich probiert, wunderbar. Jetzt hole ich alles raus. So. Kartoffeln erstmal. Ich habe vorwiegend festkochende Kartoffeln genommen. Hätte ich jetzt festkochende Kartoffeln gehabt, da würden die jetzt nicht auseinanderfallen, aber das macht ja nichts. Also auf keinen Fall die mehlig kochenden nehmen, dann hat man hier Brei. Und jetzt noch das Fleisch. Schaut mal, da ist auch gleich eine Soße aus den vielen Zwiebeln entstanden. Es riecht hier ganz lecker nach diesem Fleisch und nach den Zwiebeln. So. Jetzt noch etwas Grün darüber. Ich habe Petersilie und Schnittlauch klein geschnitten. Die Soße habe ich jetzt auch noch in einen Behälter getan. So kommt es jetzt auf den Tisch. Wenn euch das Rezept gefallen hat, werde ich mich über eure Likes und eure Kommentare sehr, sehr freuen. Um ja keine Videos zu verpassen, bitte abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.